gegen Megabit. Wie cool ist das denn? Let's go. Herzlich willkommen zur 9. Folge meiner RTG. Freut mich wirklich wieder sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe wieder wichtige Informationen für dich. Denn vorgestern im Stream ist was Sensationelles passiert. Wir haben mit unserem RTG-Team die Elite Division geholt. Ja, Freunde, wir sind in der Liga drin mit all den E-Sportlern. Hier kannst du schon sehen, Anderswehrgang ist drin, Umut, Korai und so weiter und so fort, wie sie alle heißen. Und ich werde versuchen, mit meinem RTG-Team in die Top 200 reinzukommen. Das ist das Ziel. Top 200. Wir haben aktuell 1807 Punkte. Wir brauchen ungefähr noch 30 bis 40 Skillpunkte, um in die Top 200 reinzurutschen. Ob wir das heute schaffen? Mal schauen. Falls du keine RTG-Folge mehr verpassen möchtest, kannst du gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Tutorials und RTG-Folgen zu verpassen. Über einen Kommentar und einen Daumen nach oben würde ich mich mega freuen, denn so steigern wir die Reichweite von dem Video und können mehr RTGler erreichen, die dann hier bei uns mitmachen. Es gab wieder zwei Abstimmungen. Einmal Tomori oder Manolas. Ihr habt euch für die aktuelle Karte Tomori entschieden. Bedeutet, Tomori bleibt weiterhin in unserem Kader. Und die zweite Entscheidung war Valverde oder Camavinga im Sturm. Ihr habt gesagt, Valverde ist besser, auch wenn Dembélé dann auf 8 Chemie spielt, wie man hier sehen kann. Wolltet ihr Valverde haben, habt euch in der Instagram-Abstimmung für Valverde entschieden. Er ist neu im Team und soll mich sozusagen in die Top 200 schießen. Wenn du bei unserer interaktiven RTG auch mitmachen möchtest und auch bei Entscheidungsfindungen eine Rolle spielen willst, dann kannst du mir sehr gerne auf Instagram folgen, denn da gibt es die RTG-Abstimmungen. Link ist in der Beschreibung. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir ins erste Spiel rein, oder? Oh, ich bin nervös. Okay, let's do it, man. Let's do it. Oh ja. Oh ja. Gut so, Tomori. Gut so. Oh, Valverde direkt mit der ersten Aktion hier. Schade. Wäre ein schöner Einstand gewesen. Oh, so ein billiger Treffer. So ein billiger Treffer mit dem linken Fuß aus dem doofen Winkel. Wirklich. Oh, der muss ankommen. Oh. Kann auch mal, ne? Kann auch mal. Ich stehe davor. Ich stehe davor. Zwei Schüsse, zwei Treffer bei ihm. Zwei Schüsse, keine Treffer bei mir. Egal, weiter geht's. Mann, geh doch hin, Torwart! Das kann nicht sein, der... Oh! Kein Abseits. Also ich gerate hier gerade richtig unter die Räder. Ja, läuft nicht immer alles so gut, Freunde. Und ich bin hier auch kein YouTuber, der euch nur die Siege zeigt, der euch nur die guten Sachen zeigt, sondern manchmal kommt man einmal unter die Räder und dann muss man aus diesen Spielen auch lernen. So ist es einfach. Ich weiß auch, wo meine Fehler waren. Ich habe einfach viel zu unruhig gespielt. Ich habe viel zu schnell gespielt und das kannst du halt auf dem Niveau nicht machen. Wenn du den Ball verlierst, dann ist Feierabend. Dann wirst du ausgekontert oder dann gibt es Buden. Ja, Freunde, ist so. Manchmal kommt man einfach unter die Räder. Der Mann war wirklich gut. Ich war nicht drin im Spiel. Und dann steht selber mal 0-5. Ist so. Weiter geht's. Mund abputzen. Ah, und die Punkte sind nicht mal so gut, ne? Aua. Au, das tat jetzt sehr weh in meinem Herzen. Ich will jetzt vollen Fokus von mir selber. Voller Fokus, okay? Ansonsten gibt's heute Abend nichts zu essen. Und ich liebe Essen. Du musst ihn machen. Du musst ihn machen. Es ist gerade ein Spiel voller Ballbesitz. Der Gegner hält den Ball mega, mega lang vor der Hütte. Also man sieht nicht so viele Torchancen, falls ihr euch fragt, warum so wenig Highlights. Schönes Ding von Hazard. Let's go. 1-0. Halten. Oh, Torwart gelenkt. Wichtig. Ey, da stehe ich eigentlich genau da. Schade, schade, schade. Weiter geht's. Gut so, gut so. Ja, von dem ersten Spiel, das war absoluter Quatsch. Konzentriere mich jetzt viel besser in der Verteidigung, weil Valverde macht einen super Job. Wirklich, der läuft alles zu. Und wir geben weiter Gas. Weiter, 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 weiter. Oh, nimm ihn vernünftig an. Das ist das 2-0. Nimm ihn doch vernünftig an, Bro.
Stuttgart. Oh mein Gott, mach ihn Hazard. Glück gehabt. Jetzt die Zeit runterlaufen lassen, gleich ist vorbei. Ich will heute haben, nämlich essen. Deswegen muss ich jetzt clever spielen. Kein Abseits, kein Abseits. Glück gehabt. Oh Mann! Oh mein Gott! Aber egal, das sollte durch sein, komm. GG's, nicest Ding. Okay, so, ich hoffe, der Gegner hatte viele Punkte, damit ich ihm viele Punkte abluchsen kann. Oh ja, okay, gute Punkte, wichtige Punkte. 18.000 sind wir wieder. Wichtig. Ich will nicht in die Spielhalle gelangen, wo ich ziemlich weit runterkomme. Nächstes Spiel. Ich habe im ersten Spiel einfach nicht verteidigt. Im ersten Spiel bin ich einfach nur Rush nach vorne, habe nicht mein Spiel gespielt. Und das spürt man halt einfach. Also das kannst du nicht machen in der Elite Division, das funktioniert nicht. Rivals, wer ist denn das? Ich spiele gegen Megabit, wie cool ist das denn? Let's go! Ei. Oh mein Gott, Skriniar! Oh mein Gott, bitte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mann! Warum? Und ich habe so unnötige Tore kassiert. Wirklich. Ich habe nicht gut gespielt bis jetzt, aber ich habe so unnötige Tore kassiert. Ah, schade. Ja, Freund, ist blöd gelaufen. Drei dumme Tore kassiert. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin nicht zum Zug gekommen. Ich hatte keine Torchancen. Der Mann hat dominiert. Geht auch fit. Ein Spiel machen wir noch. Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Okay, es wird nicht einfacher. Let's go. Bro, was ist das? Gut gespielt. Wunderschön gespielt. Aber blöd, dass das wieder durch den Eckball passieren muss. Oh mein Gott, was ein Winkel! Ja, nein, mach ihn doch! Der muss rein! Bam! Wichtig, grüner Timefinish, 2-1, nicht aufgeben. Schade. Yes! 2-2! Weiter! Oh Mann! Bitte! Schönes Ding von Dembele. Wir geben nicht auf. Und jetzt, Freunde, müssen wir alles kombinieren. Schüsse im Tor, Finesse-Schüsse, das ist ein Niveau. Das ist echt sehr, sehr hoch. Und ihr müsst bedenken, wir haben ein Team, das nicht im Ansatz so gut ist wie das Team der Gegner. Und deshalb müssen wir uns doppelt so sehr konzentrieren. Oh, schade. Oh, muss ich die rote ziehen? Sonst haut er mir das Ding rein. Wenn er den Freischuss jetzt macht, dann ist Feierabend. Gut so. Ja, GG's. GG's, 3-3 ist dennoch sehr, sehr gut gegen das Team. Bin zufrieden. Wir hatten zwei Ausrutscher, einmal dieses 0-5 und einmal dieses 0-3. Dennoch bin ich wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Geht natürlich immer besser, aber das Ziel ist es wirklich, auch gegen die E-Sportler die Ruhe reinzubekommen und nicht zu überhastet spielen, weil vom Können her kann ich es, ich weiß es, nur wir müssen ein bisschen mehr Piano machen und dann klappt das auch. Wir haben uns jetzt konstant gehalten bei 18.000 ungefähr. Wenn du wissen möchtest, wo die Reise in der Elite Division noch hingeht, dann lass dir ein kostenloses Abo da. Ansonsten war es das von mir. Ich muss mich hier holen von den harten zwei Niederlagen. Die waren echt hart. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Tschö.